Also ich habe mich jetzt nur hier hingesetzt, weil ich das Spotlight auf der Band haben wollte. Plötzlich ging das Licht bei mir wieder auf. Und insofern würde ich nochmal sagen, ganz, ganz großen Applaus für meine Band, bitte. Ja, ein bisschen wehmut bei mir heute Abend. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist das letzte Mal, dass ich mit meinen Jungs auf der Bühne stehe. Also jetzt nicht für immer, sondern für dieses Jahr. Das letzte Konzert. Und auch das letzte Mal, dass ich vor euch spielen darf. In diesem Jahr, wie gesagt. Und ich habe dieses Jahr, also die letzten anderthalb Jahre, bin ich sehr viel mit meiner Mutter unterwegs gewesen. Und die hat echt so große Unterstützung mir gebracht und hat eine tolle Zeit. Ich glaube, sie sieht das auch so. Für das nächste Stück ist es normalerweise der Plan, jemanden vom Publikum zu nehmen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich meine Mama auf die Bühne hole. Bravo! Ich muss dazu sagen, es wäre jetzt lustiger, wenn du nicht da gewesen wärst. Also, eins kann ich euch sagen, bei jedem Konzert saß sie im Publikum. Wenn das nicht Liebe ist, weiß ich auch nicht, weil es ist immer dasselbe Programm gewesen. Jörg debattiert, was wäre passiert, wenn du jetzt nicht da gewesen wärst. Ich habe zu Jörg gesagt, das kann nicht passieren, die sind immer da. Was ja auch wunderbar ist. Ja, danke schön. Wir spielen jetzt für dich Ain't No Sunshine.